Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Frohen Feiertag. Zumindest hier in Bayern. Das heißt, heute wird's abgehen. Sternstaub farmen. Aber erstmal eine Nachricht für euch. Der Ultra-Bonus wurde angekündigt. Zumindest grob, nicht ganz genau was. Also was mir aufgefallen ist, der Ultra-Bonus dieses Jahr wurde gar nicht so krass gehypt und groß angekündigt und groß geworben wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ja, boah, was wird der Ultra-Bonus? Und so viele Spekulationen und wir müssen das unbedingt schaffen, damit wir den Ultra-Bonus freischalten und so. Und dieses Jahr hat eigentlich kaum einer davon geredet, nur so hier und da mal, hey, was ist eigentlich der Ultra-Bonus? Aber Niantic hat das meiner Meinung nach, oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen, gar nicht so krass angekündigt wie letztes Jahr. Aber es gibt wieder einen und der ist geteilt in 3 Stufen, 3 Wochen. Los geht's, Anfang September, ab dem 2.9. bis zum 9.9. die erste Woche. Mehr Pokémon aus der Johto-Region, offensichtlich. Denn dieses Jahr war ja Entei, Suicune, Raikou und davor war ja Arctos, Zapdos, Lavados. Also letztes Jahr war Gen 1, dieses Jahr Gen 2, nächstes Jahr Gen 3. Wer weiß, vielleicht mit den Regis. Auf jeden Fall mehr Pokémon aus der Johto-Region tauchen in der Wildnis. Das ist ganz okay. Und in Raids auf. Kommt drauf an, bin gespannt, welche Raids es geben wird. Aber meistens sind die ja eher uninteressant. Seien wir mal ehrlich, abgesehen von Legendären. Und hoffentlich heißt es das nicht, dass Ho-Oh und Lugia wiederkommen. Denn die waren sehr, sehr oft schon da. Es wird außerdem ein oder mehrere neue Level 5 Raid-Bosse geben. Neue. Keine Ahnung. Dagaquaza zum Start der Woche verschwindet. Okay. Also, ja. Das heißt, wahrscheinlich gibt es nicht, wie viele vermuten, Regigigas, sondern echt Ho-Oh und Lugia wahrscheinlich wieder. Aus Eiern werden Pokémon schlüpfen, die es vorher nicht in Eiern gab. Ho, ho, ho. Und wahrscheinlich Gen 2 Pokémon. Weil das ist ja alles Gen 2 Thema. Also wir können nicht erwarten, dass sie jetzt irgendwie so, was weiß ich, von Gen 3, 4, irgendwas jetzt in den Eiern schlüpft zum ersten Mal, sondern was gibt's Gen 2, was nicht in den Eiern geschlüpft ist? Ich mach hier mal kurz Gen 2 auf und dann schauen wir mal. An sich gibt's doch alles. Ich meine, klar, die regionalen, aber das ist Teil der zweiten Woche. Das ist Pokémon, die nicht aus Eiern bisher geschlüpft sind. Ich muss sagen, wenn ich mir Gen 2 anschaue, gibt es eigentlich gar nichts. Babys sind am Start. Lavital gibt es schon lange. Noch mehr Babys. Gen 2 hat jetzt nicht so krasse Pokémon. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sehr, sehr gespannt. Zweite Woche. 9.9. bis zum 16.9. Weltweite Pokémon, Klammer auf, wahrscheinlich regionale, werden verfügbar sein. Klammer auf, wahrscheinlich aus Eiern, Klammer zu. Ein mysteriöses Pokémon, Klammer auf, wahrscheinlich Deoxys, Klammer zu, wird in Raid-Kämpfen verfügbar sein. Dazu sollten wir uns am besten den Ultra-Bonus vom letzten Jahr anschauen. Das habe ich hier nochmal offen, lange danach gesucht, das war vor 48 Wochen, okay. Ultra-Bonus. Arctos, Zapdos, Lavados sind wieder gekommen. Deswegen meine Befürchtung, dass Ho-Oh und Lugia wiederkommen. Mewtwo, der davor nur in den X-Raids war, kam in die normalen Raids für einen Monat. Das heißt bei uns wahrscheinlich Deoxys. Mal schauen, wie das wird mit den verschiedenen Formen. Das wäre verrückt, wenn alle Formen gleichzeitig kommen würden. Und ein Monat ist halt lange und Deoxys ist nicht so gefragt, aber ich würde auf jeden Fall ein paar machen. Hab 100er, 198er und von den anderen zwei Formen nur 93er. Und es gab regionale aus den 7ern. Natürlich nur Gen 1 regionale, es gab Kogenta, Tauros, Pantimos. Sehr leid für uns, für alle Europäer, die Pantimos immer gebrütet haben. Und Kangama. Sprich, hohe Wahrscheinlichkeit, dass Gen 2 regionale jetzt dann für den Ultra-Bonus kommen. Problem ist halt, es gibt halt nur zwei. Corazon und Skagabon. Corazon hatten wir letztes Jahr schon durch Dortmund und eigentlich jeder durch den Fehler. Und dann gibt es natürlich Skagabon, der ist selten, gab es auch kein Event für uns, wo wir den hätten bekommen können, also nur durch Tausch und Reisen. Und ich bräuchte da auf jeden Fall einen guten noch. Aber es sind halt nur zwei. Schauen wir mal, wie die das machen. Ob die die dann selten machen und den Rest immer mit diesen schlechten Siebenern füllen und was weiß ich, diese ganzen Alolas, die man nicht mehr haben will und die ganzen anderen Babys und sowas. Wobei, Alolas gibt es jetzt shiny, also wäre gar nicht so schlecht. Und die dritte Woche, vom 16.9. bis zum 23.9. Unübliche Pokémon werden in der Wildnis und in Raids erscheinen. Zusätzlich, regionale Pokémon aus der Kanto-Region werden weltweit verfügbar sein. Das ist gut, weil alle, die letztes Jahr nicht gespielt haben, verpasst haben, die brauchen die Region dann auch noch. Kurenta, Kagama, Pantimos, Tauros. Die japanische Ankündigung spricht außerdem von einem schillernden Pokémon. Schillernde Regionale, jetzt wo die nochmal kommen, wäre meiner Meinung nach denkbar, würde passen. Ansonsten
kann ich mir nicht vorstellen, was sie als schillernd in diesem Zeitraum rausbringen wollen. Klingt gut, klingt spannend, wieso nicht? Es ist eine Menge zu tun, 3 Wochen im September, wo jetzt sozusagen Event ist und irgendwas los ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, allgemein ohne die Kommentare. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dieses Jahr der Ultra-Bonus ist nicht so krass gehypt wie letztes Jahr. Wird okay sein, kommt drauf an, wie gesagt, wie die es genau umsetzen, ist jetzt nur sehr grob beschrieben. Ganz genauen Details weiß man noch nicht, man kann sich zwar denken, aber vielleicht überrascht uns ein Tick noch hier und da mit irgendeiner kleinen Überraschung, mit einem kleinen Twist. Man weiß nie bei Niantic. Ich gehe jetzt raus, Staub farmen, was sonst. Euch noch viel Spaß, viel Erfolg heute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.